Tipps und Tricks mit Stefan. Wenn ihr zu Hause schon mal Speck geschnitten habt, dann rutscht das Messer an der Speckseite immer so ein bisschen ab. Man hat nicht so einen richtigen Grip, man hat ein bisschen Angst um seine Finger. Aber man muss den Speck vorher nur mal richtig tief frieren und dann schneidet er sich wie eine Eins. Wir zeigen es einmal. Fest zusammen, einfach runter und dann direkt mit einem scharfen Messer. Das Messer geht so durch, nichts bleibt hängen und man hat einen ganz feinen Schnitt und kann den Speck 1A weiterverarbeiten. Und diesen Trick könnt ihr sofort beim Rezept Spaghetti Carbonara anwenden. Viel Spaß beim Nachkochen.